Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus. Ja, den Teamkollegen, den ich gerade hatte, der ist jetzt mein Gegner. Welcome Mal to sehen, Nova. wie sich das Ganze da auswirkt. Wie sieht das aus? An sich gar nicht schlecht. Nehmen das so. Machen Pyro-Start. Pyro-Champion. Ready. Oh. Löwe. Ja. An sich ist die Strategie dann relativ simpel. Ich baue hier so ein bisschen Tanks vorne hin. Also die. Andere habe ich nicht. Hier ein paar Seeschlangen. Hätte ich ihn vielleicht wahrscheinlich weiter hinten hinpacken sollen, aber jetzt ist es zu spät. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt zurück gebe, ob ich dann den Champion-Buff wieder bekomme. Also lasse ich ihn da mal lieber stehen. Schweinchen hinten noch rein. Das wird gut. Okay, Usura Start. Hier drüben ist ein Berserker Champion. Okay, er hat den Mudman. Das heißt wahrscheinlich auf 5 mal was schicken, je nachdem. Jetzt passiert sowieso erstmal nichts. Einmal kann ich den King jetzt noch aufwerten. Zack. Ja, die nächsten Waves schaffe ich an sich ganz locker. Ich werde auf jeden Fall einen so einen Schleim hinpacken. Einen Worker könnte ich mir gönnen. Und sollte ich mit einem Schleim auch verteidigen können. Oh. Was hat er denn genommen? Kingsguard. Aha. So, ein Schleim vorne hin. Das sollte ausreichen, um die ein bisschen abzuhalten. Der teilt sich dann nochmal auf. Reicht vollkommen aus. Ich spare jetzt bis zur 5. Schicke ich ihn bei der 5 rein. Und ja, wir gucken mal, was er sonst noch so hinbaut. Weil Yuzora alleine hält schon ganz gut. Zack, abgewehrt. Mit einem kleinen Schleim abgewehrt. Einen Sarg sogar. Okay, dann ist 5 sogar noch besser. Muss noch mehr Stich reinschicken. Nee, ich glaube, ich splitte erstmal so ein bisschen. Ja, ich kann ein Atom hier vorne hinpacken. Dann bin ich erstmal ganz gut dabei. Schnecke geschickt. So, ich will ihm auf jeden Fall mehr Stich schicken. Die kacken durch Stich ab, was er hat. Also gibt's Echsen. Wo hat er fast gar nichts verteidigt?
So, Magieschaden habe ich jetzt noch nicht. Aber das können wir ja dann später noch erhöhen. Deswegen packe ich erstmal ein paar Bazookas noch mit hin. Die kann ich ja dann zu einem Pyros noch machen. Und dann rechts noch einen Feuerfürsten hinpacken. Damit er ein bisschen tankt, damit er noch stärker wird. Das klingt auf jeden Fall super. Wüstenpilger. Aber die sollten relativ schnell down gehen. Ah, oh, jawohl. Das ging daneben. Sehr gut. Da bin ich schon mal durchgekommen. Wenn der Kingsguard spielt, hätte ich eigentlich auch Fiesta zocken können, ne? Naja, egal. Ich werde ihm einfach trotzdem eine Echse reinschicken fürs Einkommen. Und später dann die ganze Geschichte noch verstärken. Aber jetzt erstmal ein paar Bazookas mit dazu. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr aufbauen. Um mehr Frontline zu verstärken, weil die ist nicht wirklich stark aktuell. Ja, mit einer Blut habe ich dann schon Probleme. Was wäre ich gut ab? Sehr schön. Dann kann ich noch Worker holen, weil nächste Runde wird gar nicht so schwer zu verteidigen. Der muss mal ein bisschen was hinstellen, der Boy. So. Die erste Schleimfrau steht schon mal. Was ist das? Warum macht man sowas? Verstehe ich nicht. Eigentlich will man doch um die Sturmjäger drumherum einen Leviathan hinstellen. Und nicht davor einfach drei Golems. Beziehungsweise Mudmen sind sie ja noch. Ja, noch zu Golems. Wer weiß, wer weiß. Muss ich mir auf jeden Fall auf 9 schicken. Deswegen schicke ich jetzt gar nichts. Genau, das hatte ich nämlich vor. Sehe ich lang mit hin. Er wertet weiter den King auf. Okay, auf seine Mitarbeit kann ich erstmal nicht vertrauen. Also wenn er die 3 upgradet, dann weiß ich auch nicht. In dem Fall tanken jetzt die Seeschlangen ein bisschen mit. Ja, das schaffe ich.
So. Jetzt könnten wir natürlich die aufwerten. Nein, den nicht. Ich möchte aber die Frontline etwas verstärken, damit meine ganzen Fernkämpfer auch was leisten können. Logischerweise. Nächste Runde werte ich die dann auf zum Zeus. Also zumindest einen auf jeden Fall. Schickt weiter Dinos rein. Asura ist schon mal schnell weg. Jetzt geht's an den Sarg. Der rechte weg. Link ist auch schnell weg. Der ist durch. Da bin ich wirklich sehr gut durchgekommen. Er hat verkackt. Aber ich weiß gar nicht, was der vorhat. So, weil das ist ja schon mal Blödsinn. Wenn er hier einen von denen aufwertet, hat er ja schon mal die Slots verschenkt. Das ist doch Quark. Die beiden werden aufgewertet. Wir können sogar noch einen hinstellen. Ja, wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Das hat er hier alles aufgewertet. Jetzt schickt er langsam mal was rein. Ja, Schnecke mit rein. Und gut. Gucken wir mal, wie gut ich verteidigen kann. Dann kann ich auch zwei Worker pushen. Wenn ich das blocken kann. Ja. Kann ich blocken, kann ich zwei Worker holen. Den habe ich durchgedrückt. Er hat viel Stichschaden. Aber Magie hat er gar nichts. Doch wenn ich den Partinos reinpacke, hat er schon Probleme. Ich muss hier gefühlt alles machen. So, wir nehmen das Einkommen. Oder? Nee, ich nehme das Einkommen. Ich muss hier sehr viel leisten. Weil er ja immer so viel verkackt. Außerdem kann ich dann mehr Worker pushen. Weil wenn man mal hier unten reinschaut, liegt er 400 hinter mir. Sehr gut, dass ich ein bisschen mehr gebaut habe diesmal. Ah, ganz schön zu kämpfen. Wir könnten auf 13 könnten wir gehen. Sehen wir aber auch nicht schlecht. Ich würde aber 13 vorschlagen. On my way. Lass ich so. Die muss ich dann auch nochmal aufwerten. Aber gerade die Schleime sind wirklich sehr gut. Die sind auch verdammt gut.
und die sind auch gut. Also er hat jetzt wieder geschickt. Macht er überhaupt irgendwas, ein Teamplay oder so? Sieht nämlich nicht danach aus. Holy shit. Warum kriege ich denn immer solche ab? Aufpreis ist auf jeden Fall genug da. Stich habe ich auch mit drin. Ne Mol. Ja, sehr gut. Da wird auch nicht geschlitzt. Sieht's hier aus? Ja, wird eng. Das wird eng. Gerade so nicht. Schade. Oh, holy shit, der hat ja übelst viel durchgelassen. Mach sie weg. Ich weiß nicht. Also sollte vielleicht mal mehr im Team schicken, anstatt hier Solo-Geschichten zu machen. Dann würde das sicherlich auch besser funktionieren. So, das wird ein guter Split. Die halten ordentlich aus. Ich weiß nicht, Magie. Magie Waves. Könnte auf 16 sparen. Und versuchen auf 16 zu beenden. Das wäre noch so eine Variante. Aber es ist dann halt wirklich krasses Risiko. Ich glaube, der macht halt nicht ordentlich mit. Und dass das was bringen würde. Deswegen werde ich jetzt einfach jetzt schicken. Gerade weil ich das Einkommen auch brauche. Ich muss ja immer für zwei mitdenken. Na, immerhin. So, das Einkommen brauchte ich auf jeden Fall. So, zack, du kommst jetzt dahin und wirst sofort abgegradet. Das wird nämlich trotzdem eine ganz schlimme Nummer. Trotzdem eine ganz, ganz schlimme Nummer, muss ich zugeben. Not enough material. Da schicke ich noch einen mit. Weil ich bin ziemlich weit runter, aber er ist fast 1000 runter. Und ich krieg 1000 geschickt, Junge. Das sieht gar nicht gut aus. Aber ich halt trotzdem noch ganz gut, muss ich sagen. Erstaunlich gut.
Komm, mach den Dicken weg, mach den Dicken weg. Ja. So, bei ihm bin ich durchgekommen. Ich bin noch am Kämpfen, aber den schaffe ich nicht mehr. Oh, bei ihm ist alles durchgekommen. Alles. So eine Kacke. Auf jeden Fall ein paar Rocker-Buschen. So, wir machen Seeschlangen. Jetzt werden hier Seeschlangen gemacht. Weil die wirklich sehr gut sind für das, was ich brauche. Ja, die Wave ist schon sehr gut. Ich brauche, wenn ich noch ein bisschen Stich reinkriege, kriege ich vielleicht die Särge noch weg und diese Arktere. Genau. Ja, wir gucken mal. Ich muss auf jeden Fall hier mal für zwei denken. Und das ist gar nicht einfach. Ach, das ist immer noch eine gute Wave. Er hat kaum Magieschaden. Jetzt hat er einen Fürsten hingestellt. Sehr gut. Jawohl. Ich werde auch durchkommen. Das wird's gewesen sein. Bin ich froh, dass ich so lange gehalten habe. Ach du Kacke. Krasse Runde. Victory. Ja, man erlebt halt immer was Neues, nicht wahr? Das war's erstmal für heute mit Legion. Schaut doch gerne bei dem anderen Video vorbei. Da habe ich zum Beispiel Fiesta und Counter-Attack gehabt. Zieht's euch rein, war eine krasse Runde. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.